glaube, dass die beiden Vereine, Altona und Norderstedt, extrem große Namen sind im Hamburger oder norddeutschen Raum schon, muss man sagen. Und wir freuen uns, dass wir dieses Spiel erreicht haben und wir gucken mal, was da zu holen ist. Aber wie gesagt, das wird nur eine Mannschaft gewinnen, von daher ist das halt relativ nüchtern zu betrachten. Ja, die Stimmung ist natürlich sehr gut. Also wir haben uns wirklich gut drauf eingestimmt, jetzt auch die letzten Wochen. Gerade die jungen Leute freuen sich extrem und wir sind sehr gespannt, weil natürlich so ein Finale vor so einer großen Kulisse ist nicht selbstverständlich für uns. Altona 93 ist eine Liga unter Norderstedt. Norderstedt ist Favorit und wir haben aber keine Angst. Wir freuen uns und mal gucken. Ich würde sagen, kommt ins Stadion, guckt euch das Spektakel an vor so einer großen Kulisse. Zwei Top-Mannschaften und am Ende wird der verdiente Sieger vom Platz gehen, denke ich. Maybe we should go.